Hallo, mein Name ist Franco Giacomini und ich bin Ihr persönlicher Electronic Banking Berater in der Sparkasse Hanau. Heute möchte ich Ihnen gern unser Sicherheitscenter der Sparkasse Hanau näher bringen. Haben Sie als Online-Banking-Nutzer da schon mal reingeschaut? Gerade in Zeiten der medialen Welt, wie uns viel im Internet bewegen, fallen natürlich auch immer wieder Begriffe wie Viren, Trojaner oder auch Phishing. Haben Sie sich damit schon mal befasst? Welche Sicherheitsmaßnahmen haben Sie getroffen, um Ihren PC und natürlich auch Ihr Online-Banking zu schützen? Sie haben sich noch keine Gedanken darüber gemacht? Na dann folgen Sie mir doch mal auf unserer Homepage. So, wir befinden uns jetzt auf der Homepage der Sparkasse Hanau. Hier haben Sie Ihre gewohnte Umgebung mit den Anmeldedaten, die Sie hier eingeben können für das Online-Banking. Da wollen wir diesmal nicht hin, sondern wir klicken direkt auf die Funktion Sicherheitshinweise. Und hier haben Sie wirklich alles zum Thema Sicherheit im Online-Banking, aber auch natürlich, wie Sie Ihren PC oder Ihr Smartphone sicher schützen können. Wir können hier mal die eine oder andere Funktion uns mal anschauen. Wenn wir hier mal auf aktuelle Warnhinweise klicken, haben Sie wirklich die aktuellsten Hinweise in Bezug auf E-Mails, Phishing-E-Mails, Trojaner, Viren und so weiter. Also das ist eine schöne Funktion, da können Sie immer, sind Sie immer up-to-date, was gerade leider Gottes im Umlauf ist. So, ich gehe gerade mal wieder zurück. Gerade wenn wir jetzt auf das Thema Online-Banking kommen, da gibt es eigentlich so die sogenannten 10 goldenen Regeln, wie Sie mit Ihren Zugangsdaten umgehen sollten, was Sie beachten sollten. Wenn Sie einfach mal draufklicken, haben Sie hier zum Beispiel das Thema zu den Transaktionsnummern, da ist ein schöner Text noch mit dabei, wo Sie sich das wirklich mal sorgfältig durchlesen können. So, hier gehe ich mal wieder zurück. Gerade wenn wir die Rubrik nehmen, sicherer Umgang mit dem PC. Wie sollte denn die Sicherheit auf meinem PC aussehen? Natürlich brauchen Sie ein aktuelles Betriebssystem. Auch da immer sollten Sie fleißig die Updates downloaden. Natürlich brauchen Sie einen Virenscanner. Auch da sollten Sie nach Möglichkeit tägliche Aktualisierung drin haben. Nach Möglichkeit auch einen aktuellen Virenscanner haben. Es gibt auch sehr gute, kostenlose Virenscanner, die Sie sich runterladen können. Natürlich auch den aktuellsten Browser sollten Sie im Zugriff haben. Das sind so kleine Dinge, die Sie beachten sollten. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, Ihren Zugang zu sperren oder was passiert, wenn mein Zugang gesperrt ist. Auch hier steht einiges drin. Auch hier, wenn ich die Funktion anklicke, sehen Sie, kommt hier ein Untermenü. Da gibt es auch jede Menge Informationen. So, und zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unseren Sparkassen-Computer-Check hinweisen. Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Vorab-Scan Ihres PCs zu machen, der Sie auf eventuelle Sicherheitslücken hinweisen kann. Aber denken Sie dran, der Sparkassen-Computer-Check ersetzt nicht den Virenscanner. Also den brauchen Sie auf jeden Fall, um sich aus Online-Banking zu nutzen. Aber das ist eine schöne Funktion, wo Sie, wie gesagt, vorab schon mal Ihren PC checken können. Das Ganze können Sie natürlich auch mit Ihrer Sparkassen-App. Da gibt es auch einen Computer-Check. Der ist auch mit drin in der App. Auch da können Sie Ihr Handy, Ihr Smartphone auf eventuelle Sicherheitslücken testen. So, ich gehe hier nochmal zurück. Also diese Rubrik hier im Sicherheitscenter lege ich Ihnen sehr ans Herz, weil hier finden Sie wirklich alles, alle möglichen Sicherheitstipps zum Thema Online-Banking und auch natürlich sicherer Umgang mit Ihrem PC und Smartphone, damit Sie auch in Zukunft bequem einfach über das Online-Banking arbeiten können und Sie problemlos Ihre Bankgeschäfte hier drüber abwickeln können. So, Sie sehen, es sind doch einige wichtige Informationen, die Sie da haben im Sicherheitscenter der Sparkasse Hanau. Ich kann Ihnen das wirklich nur ans Herz legen. Schauen Sie da hin und wieder mal rein. Es sind wichtige Informationen, gerade im Zuge auf Phishing, Trojaner, Viren, damit Sie auch einfach in Zukunft ein seriöses Online-Banking nutzen können, Ihren PC schützen können. Wie gesagt, mit einigen wenigen Regeln, die Sie beachten, sind Sie und wir auf der sicheren Seite, um das Online-Banking zu nutzen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie gesund und vital. Bis zum nächsten Mal, Ihr Franco Giacomini.